Für sie ist er nur ein Fremder, der in ihre Welt eindringt. In die Wüste Syriens 1912. Der Deutsche Max von Oppenheim sucht seit Wochen nach den Überresten einer mysteriösen, untergegangenen Kultur. Nur die Ruhe, mein Freund. Mein Kumpel. Doch er ist nicht der einzige Europäer hier. Auch der englische Archäologe Thomas Edward Lawrence sucht nach verborgenen Schätzen. Als Agent wird er später Weltruhm erlangen. Lawrence von Arabien. Es kommt zum Duell im Orient. Max von Oppenheim will Lawrence die Stirn bieten, im Auftrag des Kaisers. Aber anders als Lawrence wird er durch eine Entdeckung weltweit bekannt. Skulpturen einer untergegangenen Kultur. Ein archäologischer Jahrhundertfund. Jetzt, 100 Jahre später, nach einer dramatischen Geschichte, wird er der Welt präsentiert. Eine abgeschiedene Berggegend des Osmanischen Reiches. Max von Oppenheim trifft auf den englischen Ausgräber Thomas Edward Lawrence. Nur dieses einzige Mal stehen sich die beiden Männer gegenüber. Ihre Wege aber werden sich immer wieder kreuzen und sie zu erbitterten Feinden machen. Es ist die Rivalität ihrer Heimatländer, die verhindert, dass die beiden als Wissenschaftler zueinander finden. Mr. Woody? Ja, Herr Baron. Hat mich sehr gefreut. Ich denke, Lawrence konnte Ihnen alle Fragen beantworten. Ja, vielen Dank. Es war sehr interessant, Ihre Ausgrabung anzuschauen. Oppenheim und Lawrence wissen, Archäologie ist immer auch Politik. Am Vorabend zum Ersten Weltkrieg kämpfen England und Deutschland um die Vorherrschaft im Vorderen Orient. Für das British Empire ist die Region lebenswichtig als Verbindung zu seinen Kolonien. König George setzt daher auf das Militär. Kaiser Wilhelm hingegen baut auf eine Allianz mit den Türken. Die politische Lage spitzt sich zu. Die Archäologen Oppenheim und Lawrence können sich diesem Sog nicht entziehen. Erst heute gelingt es, die Rivalität der beiden Männer in ihren Anfängen genau nachzuzeichnen. Berlin, Auswärtiges Amt. Martin Kröger begibt sich auf Spurensuche. Der Historiker ist der Erste, der die unzähligen Berichte Oppenheims umfassend auswertet. Und schnell erkennt, der Deutsche und der Engländer waren Patrioten und hatten auch sonst viel gemein. Beide haben die Gegend bereist, Lawrence ist durch Syrien gewandert, Oppenheim reitet durch die Wüste, da sind sie sich sehr nahe. Freunde hätten sie kaum werden können, sie hätten sich kennenlernen können, ohne Zweifel, sie sind sich ja einmal begegnet, aber zur Freundschaft hätte es vermutlich nicht gereicht, weil der Unterschied dann doch zu groß ist im Alter, erst die 30 Jahre, die zwischen ihnen liegen, und dann sind sie vom Charakter her auch zwei Männer, die sich vielleicht aus dem Weg gegangen wären. Oppenheim war kein Freund der Briten. Und Lawrence, soweit wir wissen, hat die Deutschen gehasst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Diese Abneigung spürt Oppenheim schon 1912, als er sich von Lawrence verabschiedet. Dabei spielt auch die unterschiedliche Herkunft eine große Rolle. Lawrence ist in eher einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Oppenheim hingegen entstammt einer der wohlhabendsten und bekanntesten Familien Deutschlands. In Köln ist die Bankiersdynastie Oppenheim zu Hause. Die betuchte Adelsfamilie spricht in vielen Angelegenheiten des Deutschen Reiches ein gewichtiges Wort mit. Max' Lebensweg scheint vorgezeichnet. Sein Vater Albert sieht in ihm seinen Nachfolger. Doch seit seiner Kindheit hegt Max den Wunsch, anders als sein Vater zu leben. Er macht Pläne, die sich in seinen privaten Aufzeichnungen zurückverfolgen lassen. Gabriele Teichmann ist die beste Kennerin der Familiengeschichte und weiß um deren Geheimnisse. Schon als Junge träumt Max von einem Leben als Abenteurer.
Ich glaube, der Vater, der war entsetzt, weil der Sohn ja nicht die Erwartungen des Vaters erfüllt hat. Er hat immer gehofft, der kommt zurück. Er hat das ganz lange nicht aufgegeben. Also ein Konflikt war das sicher, wie der ausgetragen wurde. Ob man sich mal angeschrien hat, ob mal die Türen da geflogen sind, das weiß ich nicht. Schließlich setzt sich Max von Oppenheim gegen seinen Vater durch. Er lernt Arabisch und wagt sich 1899 als einer der ersten Europäer in die abgelegensten Regionen des Vorderen Orient. Die Breiten, in die Max von Oppenheim vordringt, gehören damals zum gewaltigen Herrschaftsgebiet des Osmanischen Reiches. Es erstreckt sich von Nordafrika über den Vorderen Orient bis zum Bosporus. In der Region des heutigen Syrien will Oppenheim den mächtigsten Beduinenfürsten treffen. Die Reise ist eine Tortur. Temperaturen bis zu 50 Grad, wenig Wasser und unberechenbare Beduinenstämme machen dem Deutschen und seinen Begleitern zu schaffen. Was habt ihr hier zu suchen? Das ist unser Land. Gebt mir alles, was ihr bei euch habt. Ihr solltet es nicht wagen. Wir sind auf dem Weg zu Ibrahim Pascha. Er erwartet uns. Und er wäre sicherlich nicht erfreut, wenn er von diesem Zwischenfall erfährt. Zu unserem Fürsten, Ibrahim Pascha? Ja, zu eurem Fürsten. Hey, nimm die Hände weg! Lass sie ziehen! Der Bankierssohn wähnt sich fast am Ziel. Ibrahim Pascha ist der Herrscher in dieser Einöde. Der Beduinenführer muss die Orte kennen, wo sich eine Ausgrabung lohnt. Denn unter Forschern ist es damals wohl bekannt, der Orient ist eine archäologische Schatzkammer. Seit Tausenden von Jahren leben hier Menschen. Ihre Hinterlassenschaften müssen irgendwo verschüttet liegen. Sie zu finden, ist Oppenheims Ziel. Er hat starke Gegner. Engländer, Franzosen, sie alle wollen die Region Ende des 19. Jahrhunderts erforschen und durch einen großen Fund zu Weltruhm gelangen. Doch bis jetzt haben die Beduinen die Geheimnisse der Wüste noch nicht preisgegeben. Das weiß Max von Oppenheim. Aber er ist sich sicher, dass Ibrahim Pascha ihm mehr erzählen wird als den anderen. Seit Jahren verbindet ihn eine Freundschaft mit dem Fürsten. Der hat ihn hierher in die Wüste eingeladen, weil er den Deutschen schätzt. Denn noch nie hat es Ibrahim Pascha erlebt, dass ein Weißer derart in die Welt der Beduinen eintaucht. Willkommen. Ibrahim Pascha weiß, warum Oppenheim den weiten Weg zu ihm gemacht hat. Er erzählt ihm eine merkwürdige Geschichte. Nehmen Sie. Vielen Dank. In Grass Lane wollten die Bewohner einen Toten beerdigen. Dabei stießen sie auf Steinmänner. Aus Aberglaube schütteten sie das Loch wieder zu. Und dann? Die Gegend wurde von Dürre und Cholera heimgesucht. Böse Geister sollen in den Steinbildern hausen. Wie weit ist dieser Ort von hier entfernt? Es wird 4 Tage dauern. Ahmed, komm her. Er wird sie begleiten. Aber. Wenn Oppenheim diese mysteriösen Steinbilder finden kann, hat er es geschafft. Das weiß der junge Baron. Endlich könnte er seinem Vater beweisen, dass es richtig war, ihn ziehen zu lassen. 4 Tagesmärsche trennen den Deutschen jetzt von seinem Ziel. Dem kleinen Ort Ras El Ain, im heutigen Nordsyrien, nahe der türkischen Grenze. Am Abend des 18. November 1899 kommen Max von Oppenheim und seine Begleiter an. Nicht alle im Dorf sind darüber erfreut. Noch nie hat es einen Fremden, gar einen Weißen, hierher verschlagen. Nicht mal Geld brachte sie zum Reden. Sie sind ein Lügner! Es gibt keine Steinbilder! Im selben Jahr hattet ihr mit Dürre und der Cholera zu kämpfen. Das schreibt ihr den Steinbildern zu. Es gibt hier diese Steinbilder. Und ihr habt sie gefunden.
Und nun schweigt ihr. Aus Furcht vor den bösen Geistern. Das ist nicht wahr! Und jetzt? Fügt ihr eurer Falschheit auch noch die Tötung eines Gastes in eurem eigenen Hause zu? Ich töte sie. Nimm das Messer runter. Komm hierher. In diesem Haus, mein Sohn, wird niemand getötet. Wir haben keine andere Wahl. Morgen zeigen wir ihm die Stelle. Wenige Stunden später hat sich die Lage beruhigt. Die Einheimischen führen den deutschen Forscher zu einem Hügel. In ihrer Sprache nennen sie ihn den Tell Halaf, den Hügel des Halaf. Der Baron hat einen guten Riecher. Schon nach wenigen Spatenstichen wird klar, er gräbt an der richtigen Stelle. Uralte Skulpturen kommen zum Vorschein. Steinplatten, Figuren, Reliefs, allesamt perfekt erhalten. Der Bankierssohn aus Köln hat seinen persönlichen Schatz gefunden. Für den Forscher Oppenheim stellen sich sofort Fragen. Wie alt sind die Objekte? Wer hat sie erschaffen? Doch bleibt ihm keine Zeit, nach weiteren Spuren zu suchen. Ohne offizielle Grabungslizenz der osmanischen Behörden muss er die Fundstücke vor Ort lassen. Sie nach Deutschland ausführen darf er nicht. Oppenheim weiß nicht, ob er wiederkommen kann. Heute, mehr als 100 Jahre später, birgt der Tell Halaf noch immer Rätsel, die Oppenheim nicht lösen konnte. Ein deutsch-syrisches Team aus Archäologen hofft, weitere Entdeckungen auf dem Hügel zu machen. Es ist eines der größten archäologischen Projekte im Vorderen Orient überhaupt. Auch wenn die Grabungsarbeiten seit Oppenheims Zeit mehr oder minder die gleichen geblieben sind, haben sich die Fragestellungen gewandelt. Der Münchner Forscher Mirko Novak setzt das fort, was mit dem Kölner Abenteurer einst begann. Schon längst gilt der Tell Halaf als Erbe früher Hochkulturen. Es ist natürlich schon eine besondere Ehre, auf den Tell Halaf graben zu dürfen. Und wir tasten uns sozusagen in die Anfänge dieser Siedlung und damit auch in die Anfänge der menschlichen Hochkultur voran und gewinnen immer neue Erkenntnisse, immer wieder überraschende Erkenntnisse. Und insofern ist der Hügel tatsächlich so eine Art Geschichtsbuch, das man eben auch lesen kann. Ein Geschichtsbuch, das uns 3000 Jahre zurückführt. In die Zeit des aramäischen Fürsten Kapara, der sich mit diesem Palast ein Denkmal setzen wollte. Monumentale Götter- und Tierfiguren bewachten das Tor der Residenz. Heute ist nicht viel von den Aramäern, einem der legendärsten Völker des Vorderen Orient, geblieben. Woher sie einst kamen, ist immer noch ein Rätsel. Schriftliche Quellen von ihnen gibt es kaum. Umso bedeutsamer sind die steinernen Zeugnisse dieser sesshaft gewordenen Nomadenkultur. Nach und nach gründen die Aramäer im ersten Jahrtausend vor Christus kleine Fürstentümer. Wo heute die Städte Damaskus, Aleppo und Hama liegen, stehen damals ihre Festungen, verbunden durch wichtige Handelsrouten. Als Nomaden wissen die Aramäer genau, an welchen Orten es sich lohnt, eine Siedlung zu errichten. Nur wo Wasser ist, können sie überleben. Wie am Tell Halaf. Fruchtbare Ebenen umgeben den Hügel seit jeher. Errichtete König Kapara seinen Palast und die Stadt Gusana deshalb hier? Max von Oppenheim hat in Deutschland nur wenige Antworten auf seine Fragen gefunden. Doch gelingt es ihm, 12 Jahre später zum Tell Halaf zurückzukehren. Mit einem tollkühnen Plan. Er will die komplette Anlage ausgraben. Dafür leiht er sich 15 Millionen Reichsmark von seinem Vater. Ein Vermögen. Ein einfacher Arbeiter verdient nicht mehr als 1000 Mark im Jahr. Oppenheim lädt nur die besten Wissenschaftler zum Tell Halaf ein. Darunter Felix Langenecker, der sich durch die spektakuläre Babylon-Ausgrabung einige Jahre zuvor einen großen Namen gemacht hat. Anbau für die Statue. Was denken Sie darüber? Beeindruckend. Dass wir in der kurzen Zeit schon alles ausgegraben haben. Ja, und vor Jahren war das Gebiet hier noch unbekannt. Oppenheim war 1911 ein Pionier. Heute kennt die Forschung sogar Details über den Tell Halaf.
18.000 Menschen sollen einst in der Hauptstadt des aramäischen Fürstentums gelebt haben. Sie betrieben Handel, züchteten Pferde und bauten Pflanzen und Getreide an. 200 Jahre lang, von 1100 bis 900 vor Christus, florierte Gusana als wichtige Handelsstadt auf dem Weg der Karawanen. Bis heute finden die Archäologen Überreste dieser Blütezeit tief vergraben im Tell Halaf. Es gibt eine ganze Vielzahl von Geheimnissen, die es noch zu klären gibt. Nämlich, was passierte eigentlich, als diese Stadt gegründet wurde? Warum hat man sie überhaupt gegründet? Wie kam es, dass daraus die Hauptstadt eines Fürstentums geworden ist? Und warum hat man diese Stadt auch wieder verlassen? Als Zentrum der Stadt lässt König Kapara einen imposanten Palast errichten. Eine schwer bewachte Festung, die ihn und die Herrscherfamilie vor den immer wiederkehrenden Angriffen feindlicher Nomadenvölker schützt. Schon Oppenheim entdeckt merkwürdige Steinbilder, die Kaparas Residenz verzierten. Nirgendwo im vorderen Orient gibt es Vergleichbares, stellt er fest. Aber für was stehen sie? Handelt es sich um die Götter der Aramäer, ihre Schutzpatrone? Max von Oppenheim hat dafür noch keine Belege gefunden. Auch sein Ruhm als alleiniger Entdecker steht auf dem Spiel. Wir sind aber nicht mehr die Einzigen, die hier graben. Die Briten machen uns Konkurrenz. Dorthin, nur wenige Kilometer von hier entfernt. Ich muss wissen, was sie dort tun. Ich werde es mir anschauen. Kommen Sie Langenegger. Nicht weit vom Tell Halaf entfernt liegt der Ort Karkemis. Hier gräbt zeitgleich mit Oppenheim ein britisches Team nach den Überresten einer weiteren uralten Stadt. Unter den Forschern der 23-jährige Thomas Edward Lawrence. Der ehrgeizige Keramikspezialist weiß um die deutsche Konkurrenz. Oppenheim ist für Lawrence kein Unbekannter. Er hat dessen ersten Orientreisebericht verschlungen, der Oppenheim in der Fachwelt berühmt gemacht hatte. Und doch hegt Lawrence als englischer Patriot ein tiefes Misstrauen gegen alles Deutsche. Ein Gefühl, das viele an der Universität Oxford in den Jahren vor dem Großen Krieg mit ihm teilen. Als einer der ersten reist der junge Lawrence allein in den vorderen Orient, lernt Arabisch und bewirbt sich dann für Karkemis. Hier stößt er zum ersten und einzigen Mal auf Max von Oppenheim. Kommen Sie doch mal zu mir. Besuchen Sie mich, Antelera. Es ist doch wirklich nur ein Tagesritt von mir entfernt. Die Einladung zurück. Geht's jetzt auf direktem Weg zum Tell Halaf? Ja, die Arbeit wartet. Danus, komm, wir müssen los. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lawrence weiß, dass die britische Ausgrabung niemals das hohe Niveau der deutschen Kontrahenten erreichen kann. Dazu fehlen die finanziellen Mittel. Der Archäologe Thomas Edward Lawrence wird nie eine größere Bedeutung erlangen. Anders Max von Oppenheim. Zurück am Tell Halaf hat er diesen Tag herbeigesehnt. Er will endlich seinen größten Schatz bergen, den er vor 12 Jahren bereits entdeckt hat. Die thronende Göttin. Die riesige, tonnenschwere Figur aus Basalt bewachte früher eine aramäische Grabanlage gleich neben dem pompösen Palast. Danus, Langenegger, komm. Herr, ihr müsst hier mit anpacken, alle! Sollten wir nicht besser doch noch ein weiteres Seil dazu nehmen?
Yalla! Yalla! Kommt alle, wir brauchen eure Hilfe. Ein falscher Handgriff und seine Göttin wäre verloren. Für den Baron steht alles auf dem Spiel. Aber bitte ganz, ganz vorsichtig. Jetzt Arme heben! Noch nie haben die Arbeiter ihren Chef so aufgebracht gesehen. Doch dann löst sich seine Anspannung. Nach 3000 Jahren im Sand erblickt die Göttin zum ersten Mal wieder das Licht des Tages. Ganz von Anfang an waren unsere Grabungsarbeiten vom Glück begünstigt. Eine Überraschung löste die andere ab. Oppenheims Briefe von damals belegen, er war sich sicher, alles richtig gemacht zu haben. Als Archäologe war das die beste, die größte Zeit seines Lebens, weil er in dieser Zeit große Funde gemacht hat. Ein Beobachter aus Konstantinopel ist gekommen und hat die Stimmung auf der Grabung skizziert und hat gesagt, also so etwas habe er noch nicht erlebt, so eine großartige Stimmung. Es werden jeden Tag findet man neue, großartige Dinge und man kann sich eigentlich nicht retten vor der Fülle der Funde, die man da zutage fördert. Bald schon scheint es Oppenheim so, als ob die thronende Göttin eine Glückssträhne in Gang gesetzt hat. Fund über Fund kommt ans Tageslicht. Dann ereilt den Baron ein hektischer Anruf seines Grabungsleiters über das eigens installierte Telefon. Felix, da bin ich. Was gibt es? Du glaubst nicht, was ich hier gefunden habe. Sieh mal. Das ist Gold. Hoches Gold. Wir haben Gold gefunden! Die Funde sind von unschätzbarem Wert. Kunstvoll gestalteter Schmuck aus Gold, Ringe, Ketten. Manche bis zu 3000 Jahre alt. Objekte, die nur aus einer wohlhabenden Familie stammen können, mutmaßt der reiche Deutsche, denn damit kennt er sich aus. Oppenheim will die Funde näher untersuchen, am besten in der Heimat. Doch das Antikengesetz im Osmanischen Reich verbietet die Ausfuhr. Für Oppenheim endet jetzt ganz unerwartet seine Glückssträhne. Und es soll noch schlimmer kommen. Der von vielen erwartete Krieg bricht aus. Auch im Orient kämpfen die großen Mächte um die Vorherrschaft. Die Archäologie spielt von heute auf morgen keine Rolle mehr. Jetzt schlägt die Stunde des Patrioten. Oppenheim will der Regierung des Kaisers helfen. Kein Deutscher weiß so viel wie er über den Orient. Eine Region, die kriegsentscheidend sein könnte. So glauben auch die Engländer und schicken einen weiteren Archäologen in das Rennen. Lawrence. In dieser Weltgegend hatte man mit dem Öl das Schmiermittel der Moderne gefunden und die Engländer betrachteten den Suezkanal als ihren Highway to India, zu ihrer großen Kronkolonie Indien. Insofern war für England zumindest diese Weltgegend lebenswichtig. Was Oppenheim und Lawrence angeht, sind sie eingebunden in ihre nationalen Gefühle. Das heißt für beide Engagement für ihr Land und das führt beide im Krieg gegeneinander. Was London anfangs nicht ahnt, Lawrence wird der Schlüssel zum Erfolg. Besser noch als Oppenheim kennt er die Mentalität der Araber. Lawrence hat nur einen Auftrag, mit ihnen gegen die Türken zu kämpfen. So wird Oppenheim zu seinem Gegner. Denn seine Aufgabe ist es, den Türken als Verbündete Deutschlands zur Seite zu stehen. Auch die Engländer sehen in Oppenheim jetzt einen wichtigen Gegenspieler. Sie observieren ihn rund um die Uhr. Ein Mann mit so hervorragenden Kontakten zur arabischen Elite kann zu einer großen Gefahr werden. Doch inwieweit kennt Oppenheim die Pläne der Briten? Immer wieder trifft er sich mit arabischen Mittelsmännern, die über die Aktionen der Engländer meist gut informiert sind. Salam alaikum. Alaikum salam. Nehmen Sie Platz, bitte. Thank you.
Wie geht es Ihnen, mein Freund? Sehr gut. Und Ihnen, Herr Baron? Bestens. Danke, allerbestens. Was kann ich tun? Ja, ich brauche eine Einschätzung von Ihnen. Was darf es sein? Einen Tee für mich. Ich und Sie? Ich nehme noch einen Kaffee, schwarz und ein Wasser. Eine Einschätzung? Genau. Ich bin ganz Ihrer Meinung, was einen Aufstand anplant. Die Muslime müssen sich verbünden mit den Deutschen gegen die Briten und die Franzosen. Was glauben Sie? Was werden deren nächsten Aktionen sein? Nun, wann sie Angriffe starten, das weiß leider keiner. Aber ich kann Ihnen nicht... Oppenheim sammelt unermüdlich Informationen und schmiedet einen fast schon tollkühnen Plan, von dem die Engländer nichts ahnen. Stimmt. Gentlemen. Cheers. Oppenheim baut auf die Religion. Seine Idee ist es, die Muslime in einem heiligen Krieg zu vereinigen. Überall dort, wo die Briten herrschen, will er zum Widerstand aufrufen. So auch in Ägypten. Damit will er die Kräfte der Engländer entscheidend schwächen. Im Auswärtigen Amt stößt der Plan auf offene Ohren. Kaiser Wilhelm II. Erteilt Oppenheim den Auftrag, im Orient für den Dschihad gegen die Engländer zu werben. Oppenheim sieht sich natürlich auch im Dienste des Kaisers. Als Rädchen im Getriebe natürlich, aber vielleicht nicht gerade als das Kleinste. Und als Monarchist sieht er sich auch direkt als Handlungsgehilfe des kaiserlichen Willens. Die Regierung versetzt Oppenheim nach Konstantinopel. Von dort aus lässt der Möchtegern-Agent mehr als 80 Nachrichtensäle errichten. Er glaubt, die Schlacht mit Papier gewinnen zu können. Seine Propagandamaterialien sollen in den letzten Winkel des Osmanischen Reichs gelangen. Er zweifelt nicht daran, die Massen zu erreichen und sie zum Aufstand anzustacheln. Mehr. El-Dschihad nennt Oppenheim seine wöchentlichen Postillen, in denen die Engländer als Unterdrücker der Muslime verunglimpft werden. Und weil viele nicht lesen und schreiben können, setzt der Baron auf Bilder im Comic-Stil. Er glaubt an den Erfolg. Doch können diese Hefte wirklich ausreichen, um den Heiligen Krieg, den Dschihad, anzuzetteln, auf den der Orient-Experte so hofft? Nur wenige Besucher verirren sich in die Nachrichtensäle. Oppenheims Aktion ist ein Flop. Für ihn eine persönliche Schmach. Es braucht seine Zeit. Zur gleichen Zeit feiert sein alter Kontrahent Lawrence Sieg um Sieg. Als strippenziehender Geheimagent im Auftrag seiner Majestät erstürmt er mit den Beduinen die Hafenstadt Aqaba. Lawrence von Arabien ist geboren. Was Thomas Edward Lawrence im Innersten antrieb, ist bis heute umstritten. In den persönlichen Aufzeichnungen des Spions hofft Martin Kröger, eine Antwort zu finden. Sie liegen in den Archiven der Universität Oxford. Niemand kennt den Nachlass besser als Jeremy Wilson, der offizielle Biograf des Kriegshelden. Mit Hilfe seines Kollegen erkennt Krüger schnell, wie zerrissen Lawrence' Persönlichkeit in Wirklichkeit war. Als brillanter Student fasziniert ihn die Kunst und Geschichte des Orients. Schon bald gilt der junge Mann als Experte. Seine präzisen Reiseberichte aus dem Orient suchen ihresgleichen. Der Geheimdienst wird früh auf ihn aufmerksam. Eine entscheidende Wende in Lawrence' Leben. Er wird zum Agenten und erkennt nach und nach andere, bisher unbekannte Seiten an sich. Er lässt Bombenanschläge verüben und tötet auch selbst Menschen. Er beschafft Sprengstoff und Zündkabel für Attentate. Lawrence gilt als hocheffizient und brutal.
Eigenschaften, die aus einem erfolglosen Archäologen einen gefürchteten Agenten machen. Lawrence ist Soldat und als Soldat hat er militärisch zu operieren. Er hat an der Front zu tun, was man ihm befiehlt. Da ist er natürlich weit entfernt von Max von Oppenheim. Max von Oppenheim hat nicht unbedingt nur am Schreibtisch gesessen, aber für die Front wäre er schon allein zu alt gewesen. Das wäre auch sicher nicht sein Ding gewesen. Für die Öffentlichkeit wird Lawrence zu einem der ganz großen Helden im Ersten Weltkrieg. Eine lebende Legende. Max von Oppenheim hingegen steht vor einem Scherbenhaufen. Mit der Niederlage des Deutschen Reiches verliert er alles. Und sein Idol, der Kaiser, dankt ab. Die Inflation vernichtet sein Vermögen. Der Baron hadert mit seinem Schicksal. Als Agent kläglich gescheitert, wird er jetzt auch als Archäologe ausgebremst. Aufgrund der politischen Situation darf er nach dem Krieg nicht mehr zum Tell Halaf reisen. Er sehnt sich nach seiner thronenden Göttin. Wie viele aus seinem Stand steht Oppenheim vor dem Nichts. In Briefen bettelt er seine Freunde um Geld an. Es ist die Zeit des größten Umbruchs, den er je erlebt hat. Aus dem stolzen Baron wird ein gebrochener Mann. Es muss furchtbar gewesen sein, das mit anzusehen, dass das Lebenswerk vor den eigenen Augen zu Staub wird. Zum Beispiel, als das Geld weg war. Als seine ganze Lebensgrundlage, auch seine geistige Lebensgrundlage weg war. Dieses Kaiserreich, was er so geliebt hatte, diese Gesellschaft mit allen ihren Höhen und Tiefen. Max von Oppenheim weiß, dass er sich aufbäumen muss, will er nicht wie sein geliebtes Kaiserreich untergehen. Und mit Hilfe enger Freunde schafft er es, in Berlin das Orient-Forschungsinstitut zu gründen. Als das Deutsche Reich 1926 dem Völkerbund beitritt, darf der Baron sogar wieder nach Syrien reisen. Fast mittellos macht er sich auf den Weg. Das Land, in das er fährt, ist nicht mehr dasselbe von damals. Jetzt sitzen die Franzosen an den Hebeln der Macht und sagen, wo es lang geht. Mit ihnen muss er sich gut stellen, will er weiter am Tell Halaf graben. Alte Seilschaften verhelfen ihm zu einer Grabungslizenz an seinem geliebten Hügel. Doch selbst am Tell Halaf hat der Erste Weltkrieg Spuren hinterlassen. Oppenheim fürchtet um die wertvollen Funde. Felix Langenecker und Oppenheims treuer Freund Tanus Maluf wollen ebenfalls wissen, was aus ihrer Arbeit von damals geworden ist. Die meisten Objekte sind unversehrt, zur großen Erleichterung des Forscherteams. Doch das Grabungshaus, mein stolzes Wüstenschloss, wie Oppenheim es früher nannte, liegt in Schutt und Asche. Eigentlich gibt es viel zu tun, aber Oppenheim ist pleite. Bleibt ihm nur, seine Familie in Köln anzubetteln. Erst die Aussicht auf neue Funde, die auch finanziell etwas einbringen, überzeugt sie schließlich. Eine letzte Zahlung, genug für 6 Monate. Die Mannschaft von einst ist wieder zusammen und voller Tatendrang. Nimm den Teller weg. Den Teller. Oppenheim glaubt an den Erfolg. Dort, wo seine Göttin ihm ganz nah ist, kann das Glück nicht weit sein. Wir werden anfangen. Hier fangen wir morgen an zu graben. Und da denken Sie, finden wir das. Wir finden damals. Wie damals, Thanos. Der Baron wird Recht behalten. In den nächsten 6 Monaten graben er und seine Männer Fund um Fund aus und können dennoch nicht alles bergen. Bis heute werden am Tell Halaf Überreste alter Kulturen freigelegt. Doch dort, wo einst Oppenheims Wüstenschloss stand, leben jetzt syrische Familien. Statt großer Ausgrabungen können die Archäologen nur kleine Schächte in die Tiefe treiben. Hier in der Unterstadt, wo der Hügel Tell Halaf in flaches Land übergeht. Auch dort verrichtete Max von Oppenheim schon Pionierarbeit. Kurz vor dem Ende der Grabungen fand er diesen mysteriösen Raum. Zeit und Geld für nähere Untersuchungen jedoch waren nicht da.
Heutige Wissenschaftler sehen in diesem Raum eine Art Tempel, in dem hohe Persönlichkeiten der Aramäer beigesetzt wurden. Die Skulpturen wären dann imposante Wächter, die die Ruhe ihrer einstigen Herrscher bewachten, auch nach dem Untergang Usanas, der schon bald erfolgte. Denn das Wiedererstarken der Assyrer im 9. Jahrhundert vor Christus besiegelte das Ende der Aramäer. Und doch haben sie uns etwas Einzigartiges überliefert. Ihre Sprache, in der auch Jesus zu seinen Jüngern redete, hört man in manchen Gegenden Syriens noch immer. Max von Oppenheim war es, der mit seinen Ausgrabungen das Tor zur Geschichte der Aramäer öffnete. Max von Oppenheim ist natürlich für uns eine ganz mythische Figur. Allerdings lebt er halt eben in einer anderen Welt. Also die Mentalität, die Einstellungen, die damals existiert haben, waren doch sehr grundsätzlich andere als die, die einen Archäologen heute antreiben. So dass man möglicherweise sehr stark aneinander vorbeigeredet hätte, wenn man sich so treffen würde. Anders als heutige Archäologen plante Oppenheim damals, einen Teil seiner Funde in die Heimat, nach Berlin, zu bringen. 1929 erhält er die Erlaubnis. Endlich. Mit hunderten Kamelen, per Eisenbahn und Schiff gelangen die Skulpturen nach monatelanger Reise an ihren Bestimmungsort. In Berlin spekuliert der Bankierssohn mit seinem Glück und eröffnet mit dem letzten Geld ein privates Museum. Er wird für seine Risikobereitschaft belohnt. Als Oppenheim genau an seinem 70. Geburtstag im Juli 1930 die Tore öffnet, ist es eine Sensation. Selbst für amerikanische Nachrichten. I have been requested by the Paramount Sound News to tell you something of my Tell-Halaf. Oppenheim hat es trotz aller privaten und historischen Widrigkeiten geschafft. Voller Stolz präsentiert er seine Schätze der Weltöffentlichkeit. Schade, dass sein Vater nicht mehr lebt. Er wäre stolz auf seinen Sohn gewesen, der einen ganz eigenen Weg gegangen ist. Für Max von Oppenheim geht eine lange Reise zu Ende. Der Museumsdirektor ist in den 30er Jahren ein weltweit anerkannter Archäologe. Amerikanische Universitäten laden ihn ein, von seinen Entdeckungen zu berichten. Doch am liebsten verbringt er die Zeit zwischen seinen Fundstücken und in Erinnerungen versunken. Ja? Herr Baron, Ihr Besuch ist eingetroffen. Ich komme gleich. Manchmal holt ihn die Vergangenheit ein. So am 20. Mai 1935, als er in der Zeitung vom Tod seines alten Kontrahenten aus Kriegstagen liest. Thomas Edward Lawrence ist bei einem tragischen Motorradunfall am Tag zuvor in England ums Leben gekommen. Schlagartig ist alles wieder da. Das Treffen in Carchemish, der eigene Misserfolg als Agent, die Kriegszeit. Oppenheim wird bewusst, dass am Ende er es ist, der als Sieger aus dem Konflikt hervorgeht. Und nicht der Engländer. Lawrence, der Kriegsheld, ist gescheitert. Den unabhängigen Staat, den er seinen arabischen Freunden versprochen hat, hat seine eigene Regierung verhindert. Er stirbt als tragischer Held. Oppenheim hingegen hinterlässt der Welt einen Jahrhundertfund. Er hat seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht. Selbst mit 75 Jahren plant er neue Reisen in den Orient. Doch ein weiteres Mal kommt es zu einer großen Wende in seinem Leben. Mit der Machtübernahme der Nazis wird es für den Bankierssohn mit jüdischen Vorfahren gefährlich. Im Krieg wird sein Lebenswerk innerhalb weniger Sekunden zerstört. Amerikanische Phosphorbomben legen die Funde vom Tell-Halaf in Schutt und Asche. 27.000 einzelne Stücke werden in einem Keller der Königlichen Museen abgeladen. Jahrzehntelang dümpeln sie dort vor sich hin. Doch selbst in der düstersten Stunde seines Lebens verliert Oppenheim nicht den Mut, der ihn so groß gemacht hat. Irgendwann, prophezeit er in einem Brief, werden seine Funde wieder aus dem Schutt auferstehen.
Jetzt, 60 Jahre später, wird Oppenheims Prophezeiung wahr. In einem alten Fabrikgebäude im Osten Berlins arbeiten Mirko Nowaks Kollegen an einem noch nie dagewesenen Projekt. In mühevoller Kleinarbeit setzt das Team seit 1992 Oppenheims Skulpturen wieder zusammen. Jeder einzelne der 27.000 Scherben. Der Basalt, aus dem die Aramäer ihre Figuren einst schufen, ist ein Material, das sich gut wieder zusammenfügen lässt. Knapp 100 Jahre nachdem Oppenheim die Skulpturen entdeckte, erwachen sie nun zu neuem Leben. Es hätte Oppenheim doppelt und dreifach gefreut zu sehen, was man eben dann tatsächlich noch mit diesen Bruchstücken machen konnte. Und dass es tatsächlich eben dort so weit kommt, wie er sich das erträumt hat, dass diese Bildwerke wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Pergamonmuseum in Berlin. Ab Januar 2011 sind die Funde von Tell Halaf hier zu sehen. 30 Skulpturen haben die Archäologen restauriert. Jede einzelne wiegt mehrere Tonnen. Die Ausstellung kann nur mit Hilfe schwerster Werkzeuge eingerichtet werden. Allein der Transport der Objekte dauert Tage. Auch die thronende Göttin findet ihren Platz im Museum, wie ihr Entdecker es sich einst gewünscht hat. Der Jahrhundertfund von Tell Halaf. Erbe eines Mannes, der bei seinem Tod im November 1946 als Legende gilt, aber heute fast vergessen ist. Eines Mannes, der mit Mut und Beharrlichkeit seinen Weg ging und allen Gefahren trotzte. Faszinierende Skulpturen, die uns Einblicke in die Welt der Aramäer gewähren. Max von Oppenheim war es, der das Tor zur Geschichte des legendären Volkes aufstieß. Seine eigene wechselvolle Geschichte zeigt uns noch heute, was ein Mann schaffen kann, wenn er dem Ruf seines Schicksals folgt.